Guten Tag, Kollege. Sie fahren diesen ICE 3 nach Leipzig Hauptbahnhof. Abfahrt hier in Berlin ist um 12.30 Uhr. Schalten Sie bitte SIFA, LZB und PZB ein. Ab Leipzig wird Volker diesen Zug nach München übernehmen. Für den Fall, dass Sie länger als 2 Minuten bei einem roten Signal stehen, fragen Sie bei der Fahrdienstleitung nach, ob Sie das rote Signal überfahren dürfen. Ich wünsche Ihnen gute Fahrt und toi toi toi. Ja, und damit recht herzlich willkommen auf der Strecke Berlin-Leipzig. Wir fahren heute ja über die VDE 8 und das Ganze natürlich mit dem ICE 3, Baureihe 403, und wir öffnen zuerst einmal hier in Berlin im Hauptbahnhof die Türen, lassen die Fahrgäste einsteigen und springen dann auch gleich mal in den Führerstand unseres Zuges hinein. Zuerst einmal schauen wir uns hier aber ein bisschen im Bahnhof um. Wir haben hier oben wieder die Verkaufs- und ja, Geschäftsebene, wo man ja, Reisebedarf einkaufen kann. Unten drunter natürlich Berlin Hauptbahnhof Tief, wo unter anderem die Fernzüge einfahren. Und ja, so sieht es im Berliner Hauptbahnhof ungefähr aus. Gar nicht so weit entfernt ist auch der Bundestag. Dahin kann man schon den Fernsehturm sehen. Ganz typisch natürlich auch für Berlin. Und ja, jetzt schwingen wir unseren Hintern aber in den ICE hinein, steigen ein und watscheln mal direkt vor in den Führerstand. Ja, und zu Anfangs möchte ich auch noch darüber informieren, dass es wieder ein ja, kleines, aber feines Gewinnspiel für euch gibt. Und zwar könnt ihr den Trainsim World gewinnen. Einen Zugsimulator von Dovetail Games. Die meisten von euch werden ihn wahrscheinlich schon kennen. Und ja, was ihr dazu tun müsst, einfach nur das Video liken. Unten in die Kommentare schreiben, wieso ihr denn den Simulator gewinnen möchtet. Und ja, dem Kanal ein Abo dalassen. Der Sieger wird dann innerhalb von einem Monat von mir per persönlicher Nachricht kontaktiert und erhält dann einen ja, Steam Key, womit er dann eben sein, ich sag mal, Präsent einlösen kann. Teilnehmen kann an dem Gewinnspiel wieder mal jeder. Jeder natürlich, der das Video sieht und die entsprechenden ja, von mir gerade eben genannten Kriterien erfüllt. Und ja, in dem Sinne, toi toi toi, auch von meiner Seite. Und viel Glück. So. Na gut, wir stehen hier noch ein bisschen in Berlin Hauptbahnhof. Das gilt dem Intercity da drüben, genau. Der fährt jetzt auch raus. Berlin Hauptbahnhof. Ja, und hinten dran natürlich eine 101er. Was sollte sonst dran hängen? So, hier nochmal unser Führerstand. Einmal schön im Gesamtüberblick. Ja, die Fenster gehen leider nicht auf. Das ist ein bisschen schade, aber damit können wir leben. So, die Damen möchten wahrscheinlich auch noch einsteigen. Ja, hinten sind wahrscheinlich schon alle drin. So, die Dame ist noch rein. Und dann können wir uns gleich auf die Socken machen. Ja, wir fahren in Richtung Leipzig. Unser ja, nächster fahrplanmäßiger Halt ist dann Berlin-Südkreuz. Unter anderem halten wir auch in der Lutherstadt Wittenberg. Sowie dann schließlich letzten Endes, ich glaube, ja, Leipzig Hauptbahnhof, Gleis 11. Genau, in 168 Kilometern. Ja, mit dem ICE 3 sollte es relativ schnell gehen. Der Zug selbst hat eine Höchstgeschwindigkeit in Deutschland von 300 km/h. In Frankreich darf er sogar 330 fahren, wenn ich da recht informiert bin. Und aber da müssten wir dann auch, ich glaube, das fährt nicht der 403. Ach, wir haben, okay, wir haben Baureihe 406. Alles klar. Beim ICE 3 gibt es natürlich auch nochmal unterschiedliche ja, Baureihen, sag ich mal. Unter anderem natürlich Züge, die in Frankreich zum Beispiel auch fahren, also die für den grenzüberschreitenden Verkehr.
So, jetzt aber. Türen schließen. Okay, die sind zu. PCB und LZB sind eingeschaltet. Die Bremse wird gelöst. Der Fahrtrichtungssender ist auch schon in Vorwärtsstellung. Und dann geht's los. So, hier im hinteren Zugteil noch mal ganz kurz die Ausfahrt genießen. Ja, auf Wiedersehen, Berlin Hauptbahnhof. In, naja, kürzester Zeit geht es heute für uns, wie gesagt, nach Leipzig. So. Und bevor wir natürlich aus Berlin rauskommen, müssen wir uns durch zahlreiche Gänge und Tunnel durchschlängeln. So, Ausfahrt war hier mit 60. Und Halt ist dann in Berlin-Südkreuz, sind circa 5 Kilometern. Die gute AFB wollen wir natürlich auch noch haben. So, die automatische Fahr- und Bremssteuerung. Ja, weil ich auch letztens wieder gefragt wurde, für was PZB und LZB sind. Zuerst einmal, PZB steht für punktförmige Zugbeeinflussung, LZB für Linienzugbeeinflussung. So, sind mit anderen Worten oder relativ einfach gesagt einfach Zugsicherungssysteme, die dafür sorgen, dass wir ja, sicher an unserem Ziel ankommen. Und der Lokführer, fachsprachlich auch Triebfahrzeugführer genannt, hat eben die Aufgabe, diese teilweise zu quittieren, mit anderen Worten, auf diese einzugehen. Ansonsten leitet der Zug automatisch eine Zwangsbremsung ein. Mit anderen Worten, der Zug hält an, wenn unter anderem zum Beispiel dem Lokführer was geschehen ist, wenn er zum Beispiel eingeschlafen sein sollte oder ja, aus irgendwelchen Gründen ohnmächtig und so weiter und so fort. Genau dafür haben wir diese Sicherheitssysteme und ja, die sorgen dafür, dass wir relativ sicher ankommen. So, Potsdamer Platz. Ein weiteres Mal geht es hier durch den kleinen, aber feinen Bahnhof hindurch. Mit dem ICE halten wir hier natürlich nicht an. Und dann beschleunigen wir jetzt fix auf 120. Schön hier durch die Tunnelröhre rauschen. Ja, 120 km/h, das ist schon beeindruckend. So, das Signal zeigt grün und das Tageslicht kommt empor. Ja, im Hintergrund nochmal Berlin. Die letzten Häuser. Wobei wir ja sogar nochmal in Berlin-Südkreuz anhalten. Aber trotzdem, so viel von Berlin werden wir jetzt nicht mehr sehen. So, 70. Alles klar. Die PZB zeichnet sich eigentlich im Führerstand durch diese, ja, sechs Leuchtmelder hier aus. 55, 70, 85 sowie Befehl 40, 500 Hz und 1000 Hz. Ja, genauere Informationen dazu finden sich eigentlich in meinem, ja, Erklärvideo zur PZB bzw. zu den deutschen Zugsicherungssystemen. So, auf 60 dann noch runter. Das Ganze müssen wir wieder bestätigen. Und da wir so oder so hier in Berlin-Südkreuz anhalten, ist das für uns gar kein Problem.
Hier auf der rechten Seite wieder die S-Bahn. Die S1 nach Oranienburg. Die kennen wir auch schon aus vorherigen Videos. Na, wir fahren noch ein Stückchen nach vorn. Wir sind zwar schon komplett im Bahnhof drin mit unserem Zug. So, hier zwischen Abschnitt G und F sollte unser Triebkopf ungefähr stehen. Den Wagenstandsanzeiger müssen wir jetzt hier im Simulator nicht so ganz einhalten. Zumal wir hier in dem Szenario gar keinen haben. Und dann lassen wir hier direkt die Fahrgäste aussteigen oder beziehungsweise einsteigen, weil so viele Leute werden ja schließlich nicht vom Hauptbahnhof bis Berlin-Südkreuz mit dem ICE fahren. Das sind dann wohl doch die wenigsten, obwohl bei uns steigen hier aktuell nur Leute aus. Entweder ist denen bei meiner Fahrweise schon schlecht geworden oder die haben tatsächlich diese, naja, relativ teure Reisemöglichkeit mit dem ICE gewählt. Wobei ich da glaube, dass ein Regionalexpress eigentlich nahezu genauso schnell wäre. Und eine Regionalbahn ja eigentlich auch. Vielleicht ein Zeitunterschied von 2 bis 3 Minuten, aber na gut. Wer sich das leisten kann, der kann natürlich auch eine Strecke von 5 Kilometern mit dem ICE zurücklegen. Oder vielleicht natürlich mit einer Bahncard 100. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Da bezahlt man ja im Grunde genommen für die Fahrt an sich eigentlich nichts. Man hat ja zuvor die Bahncard 100 bezahlt. Mit anderen Worten, ja, man kauft sich dieses Ticket halt. Ich glaube, für ein Jahr gelten die immer. Und entsprechend kann man dann natürlich mit jedem Zug fahren. So, die Türchen sind zu. Wir lösen die Zugbremse und fahren ab. Also wir beachten erstmal hier die von der PZB vorgegebene Höchstgeschwindigkeit von maximal 40 Stundenkilometern. Können wir aber hier hinter dem Signal gleich wieder uns befreien. So, befreit, jetzt dürfen wir 60 fahren. So, hier steht die 101er. Das müsste eigentlich der Zug sein, der vorhin aus dem Hauptbahnhof rausgefahren ist. Der hat hier wahrscheinlich so sein Reiseziel gefunden, das Abstellgleis hier vor Berlin-Südkreuz. Ja, das wird sein. Und nachdem wir dann hier vorne auch den Weichenbereich verlassen haben, können wir wieder Geschwindigkeit aufschalten. 120 müssten das dann gewesen sein. Und später dann 140. So, jetzt müssen wir soweit sein. Genau, 120 darf gefahren werden. Und hier auf der rechten Seite erscheint gleich noch die 140er Markierung, weshalb ich hier die AFB schon auf 140 eingestellt habe, weil unser Zug ist längst nicht so schnell auf der Geschwindigkeit, als wie das ja das Signal passiert hat. So, jetzt ist die 140er Tafel schon längst hinter uns und wir haben noch nicht mal die 120 geknackt, geschweige denn die 110. So, jetzt haben wir 120 und dann gleich 140. Hier vorne sollten wir dann auch erfolgreich in die LZB aufgenommen werden. Die Linienzugbeeinflussung, die sorgt dann dafür, dass die PZB in eine Art, ja, Standby-Modus versetzt wird. Mit anderen Worten, die wird eigentlich abgeschaltet und wir fahren dann ja komplett kontrolliert von der Linienzugbeeinflussung. Das Signal ist grün.
Vorne kommt die LZB-Tafel. Die Anzeige im Führerstand aktiviert sich. Hier unten die 6 Leuchtmelder werden mehr oder weniger inaktiv. Ah, hier kommt eine Regionalbahn uns entgegen. So, und dann brausen wir mit 160 Stundenkilometern über die Schnellfahrstrecke. Wir können jetzt den AFB-Hebel ganz nach vorne verlegen, bis auf die 300 hoch. Und die LZB kontrolliert jetzt automatisch die Geschwindigkeit des Zuges. Natürlich in Verbindung mit der AFB. Ganz vereinfacht gesagt, die LZB wählt die zulässige Höchstgeschwindigkeit vor. Die AFB orientiert sich an der LZB und stellt entsprechend dann die Geschwindigkeit ein und regelt die Zugleistung bzw. Bremsleistung. Mal schauen, eine S-Bahn wird uns bestimmt auch noch mal gleich entgegenkommen. Die ist nämlich hier direkt auf der rechten Seite angesiedelt. Zumindest die Züge, die nach Teltow gehen oder von Teltow kommen. Aber so wie es scheint, ist hier drüben fast alles rot. Wir sind die einzigen, die grün haben und fahren dürfen. So, 200 sind hier signalisiert. Die Tachonadel sollte gleich hochspringen, genau. Ja, und so sieht es in einem ICE aus, der mit nahezu 200 Stundenkilometern über die Strecke braust. Ja, und so ähnlich ist es auch für die Züge, die heutzutage über die VDE 8 fahren. Also VDE steht für Verkehrsprojekt Deutsche Einheit. Und bezeichnet das, naja, Neubaustrecken bzw. Ausbaustreckenprogramm der Deutschen Bahn AG, welches schon über viele Jahre hinweg geplant wurde. Und ja, vor einiger Zeit ist die Neubaustrecke dann endlich fertig geworden, die eben, ich glaube, Nürnberg, Erfurt und Leipzig verbindet. Der Rest müsste alles Ausbaustrecke sein, wie unter anderem die Strecke, auf der wir hier gerade eben fahren. Nämlich der Abschnitt zwischen Berlin und Leipzig. Und da wurden natürlich auch entsprechend in den letzten Jahren umfangreiche Sanierungs- und Bauarbeiten durchgeführt. Das Ganze hat sehr, sehr viele Millionen Euro gekostet. Und ja, der Profit, den wir daraus ziehen, sind auf jeden Fall schnelle Nord-Süd-Verbindungen. Hauptsächlich ja, im, ich sag mal, ehemaligen Osten Deutschlands. So, und 200 Stundenkilometer müssen dann auch die Höchstgeschwindigkeit hier auf der Strecke sein. Viel schneller werden wir heute nicht, aber ich glaube 200 Stundenkilometer sind ja auch schon relativ schnell. Sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen, die Bremswege sind entsprechend lang. Ja, es ist schon nicht ganz ohne. Solange wir aber grün haben, ist alles gut. Wir haben hier als Lokführer, ja, größtenteils eigentlich nur eine Überwachungsfunktion und müssen darauf achten, wenn zum Beispiel hier vorne ja, irgendwas im Gleisbereich sein sollte, dass wir dann entsprechende Notbremsung einleiten und natürlich auch Funkspruch zum Fahrdienstleiter entsenden. Eine Fahrdienstleitung, für diejenigen, die es nicht wissen, lässt sich eigentlich ganz gut mit einer Aufsicht beschreiben.
Die stellen für uns quasi die Weisen, nicht Weisen, die Weichen und Signale, also die eisenbahntechnischen Ampeln. Und ja, genau dafür sind die zuständig. Unter anderem natürlich auch, wenn es irgendwelche Störungen auf der Strecke gibt. Also wenn irgendwas die Strecke zum Beispiel blockiert, dann gibt man als Triebfahrzeugführer, also als Lokführer der Fahrdienstleitung das dann durch. Die sperren dann entsprechend zum Beispiel die Strecke oder erteilen bestimmte Langsamfahrstellen. So, das Piepen, was wir gerade gehört haben, das kommt von der LZB. Und uns wird in circa 9 Kilometern eine Geschwindigkeitsabsenkung auf 40 Stundenkilometer angekündigt. Wahrscheinlich gibt es dort irgendeine Behinderung, beziehungsweise vielleicht steht dort noch ein anderer Zug im Bahnhof. Und wir müssen dann halt langsam einfahren. Aber in der Zeit, wo wir die 8 Kilometer hier noch zurücklegen, kann sich noch viel ändern. Also es kann binnen von Sekunden wieder auf 200 hochspringen. Muss man entsprechend geduldig sein und darauf achten, wie sich das verändert. Hier oben sieht man dann jeweils die runterlaufende Anzeige in Metern. Also 7000 Meter entsprechen natürlich 7 Kilometern. Ja, und so flott flitzt unser weißer Blitz durch die Landschaft. So, und das sieht mir ganz nach einem oder nach einer Langsamfahrstelle aus, deswegen nehmen wir an der Stelle schon mal die Leistung heraus, damit wir hier nicht unnötig Energie verschwenden, lassen den Zug mehr oder weniger ausrollen und den Rest übernimmt dann eigentlich die LZB, die bremst den Zug automatisch nach unten. Hm, 5 Kilometer. Ab 4000 Metern schaltet sich diese Anzeige hier oben, sag ich mal, aus. Dann haben wir hier unten die Anzeige. Das läuft dann runter und bei 0 sollten wir dann die 40 Stundenkilometer erreicht haben. Da sehen wir dann jeweils hier, wie sich diese Lichtbalken nacheinander ausschalten oder auch nicht, weil wir jetzt zum Beispiel wieder hier für die nächsten 10 Kilometer eine Geschwindigkeit von 200 Stundenkilometer vorgesetzt bzw. vorangeplant bekommen haben. Wir können also gemütlich wieder Leistung aufschalten und den Zug bei Spitzengeschwindigkeit 200 halten. Wieso das Signal jetzt allerdings blinkt, ist mir ein Missverständnis. Und da ich davon ausgehen muss, dass hier im Simulator was nicht richtig stimmt, bremsen wir trotzdem runter. Im Normalfall geht es ja eigentlich nach der Reihenfolge, dass zuerst der Fahrdienstleiter, sag ich jetzt mal, die oberste Priorität hat. Also wenn der was sagt, wird das eingehalten. Ansonsten dann natürlich wird das eingehalten, was die Führerstandsanzeige sagt. In dem Fall hier unsere Anzeigebildschirme. Als nächstes folgt dann natürlich die Signalisierung auf der Strecke. So, entsprechend hat uns hier jetzt die LZB eine Schnellbremsung eingeleitet. So, können wir schon mal rausnehmen. Wir werden aber auf jeden Fall anhalten müssen. Ja, wir müssen anhalten. So, einen Moment Geduld. Na, okay, von alleine fährt er nicht wieder an. Alles klar, okay, ja, gut. Der Fahrtrichtungssender war in Neutralstellung versetzt worden. Ja, hier drüben wird schon fleißig gebaut. Und wir dürfen das Anfahren erneut üben. Ich weiß auch nicht, die Stelle hier bei dem Stellwerk ist immer relativ problematisch. Wahrscheinlich schläft hier oben der Fahrdienstleiter immer öfters mal ein.
Ja, wir werden wahrscheinlich hier durch das ja, eigentliche Bahnhofsgleis geleitet. Gibt hier wahrscheinlich wieder eine Signal- oder Weichenstörung. Auf jeden Fall hat die LZB nicht so ganz ihre, ich sag mal, Aufgabe übernommen, die sie eigentlich übernehmen sollte. Im Normalfall hätte die jetzt zum Beispiel nicht wieder auf freie Fahrt umschalten dürfen. Also die hätte uns nicht die 20 Stundenkilometer ankündigen dürfen, mit der wir dann oder mit denen wir dann hier fahren. Und sie hätte eigentlich auch die Bremskurve eher einleiten müssen. Hier auf der linken Seite sehen wir eine Lokomotive Baureihe 146, welche aus der oder von der Strecke Köln-Koblenz stammt. Deswegen steht auch hier oben drin RE nach Köln. Ich glaube, mit dem RE nach Köln zu fahren, würde ein bisschen länger dauern. Und schon wieder. Eieiei. Die LZB ist heute böse. Und das Ganze nochmal. Spätestens jetzt sollten wir eine, ja, Meldung an die Fahrgäste rausgeben, dass wir aufgrund einer technischen Störung oder etwas Verzögerung uns einfahren werden. Und ich weiß gar nicht, ob der echte ICE bei einer LZB-Notbremsung so reagieren würde, dass er die Bremse von selbst wieder lösen würde. Das bezweifle ich nämlich, denn der Zug könnte ja ansonsten wegrollen. Ich glaube, die bleibt eigentlich angezogen und wir müssen dann entsprechend diese leicht anziehen wieder und dann entsprechend in die Nullstellung bringen. So, jetzt dürfen wir aber wirklich mal mit 200 wieder weiterfahren. Ich weiß gar nicht, der Zug ist noch. Obwohl doch ja, der Zug ist schon raus aus dem eigentlichen, ich sag mal, Weichenbereich. Gut. Ja, dann heute mal gleich zwei Zwangsbremsungen. Gibt es nicht so oft bei mir. Zum Glück. Meine Fahrgäste sollen relativ pünktlich an ihrem Ziel ankommen. Aber für diese Zwangsbremsung konnte ich nun wirklich nichts. Das ist LZB-Sache. Da habe ich wenig zu melden. Das lässt sich auch nicht vorhersehen. So, auf 200 sind wir gleich wieder. Beim Streckenkilometer 36. Oh, schön hier drüben blühen schön die Tulpen oder der Klatschmohn. Wobei ich eher auf Klatschmohn tippe, denn Tulpen kommen ja oftmals in nicht ganz so großer ja, Vielfalt oder in so großer Menge auf einem Platz vor. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, aber so hier oben in Brandenburg bezweifle ich das. Was zum Beispiel hier auch an den Wäldern relativ interessant immer wieder finde, ist, dass wir teilweise auch Sandboden haben. Also ist nicht so wie im Gebirge oder ich sag mal, ja, Mitteldeutschland, wo man eben hauptsächlich, ich sag mal, nur Erde in Anführungszeichen im Wald vorfindet oder Gestein. Also hier oben ist alles relativ, ja, ebene Fläche. Wir haben teilweise eben auch Sand in den Wäldern, also wirklich anstatt Waldboden, wie man ihn aus Mittel- oder Süddeutschland kennt, wirklich Sand. Das fand ich einfach sehr beeindruckend und ja. Größtenteils eben sehr, sehr hohe Bäume. Sehr viele Militärgelände gibt es hier oben auch. Also Truppenübungsplätze und so weiter und so fort. Und ja, eine sehr große Vielfalt an Tieren. Auch einige Zooparks gibt es hier oben. Ich war ja vor kurzem auch erst wieder in Berlin. Unter anderem, wie gesagt, Besichtigung oder Exklusivbesichtigung, muss man ja wirklich sagen, im Deutschen Bundestag.
Das ist krass, was die dort alles haben. Eigene Turnhalle, eigenes Restaurant für die Abgeordneten, dann, also wirklich alles Erdenkliche. Also man könnte da drin tatsächlich leben, in dem Gebäude. Obwohl es ist ja nicht nur ein Gebäude, es sind ja mehrere Gebäudekomplexe, die da tatsächlich zusammenhängen. Teilweise eben auch durch unterirdische Tunnel verbunden miteinander. Und ja, also sehr interessante Sache. Wirklich alles, was man sich dort ja eigentlich erträumen kann. Vor allem fand ich auch die Brückenverbindung, ich glaube über die Spree, ja, es müsste die Spree sein, die unten drunter durchfließt, wirklich sehr, sehr schön. Man hatte einen wunderbaren Ausblick in Richtung Hauptbahnhof und unter anderem ist ja dort auch das Trainspotting-Video entstanden. Findet sich natürlich auch auf meinem Kanal unter der entsprechenden Playlist. Trainspotting nennt sich die auch, glaube ich, direkt gleich. Und ja, da gibt es so ein paar Einblicke, wie man aus dem Deutschen Bundestag Trainspotting betreiben kann. Ich glaube, ich bin der Erste, der das gemacht hat. So, hin und wieder mal auf die LZB schauen. Alles im grünen Bereich im wahrsten Sinne des Wortes. Können wir mal hinten ans Zugende springen. Also so ungefähr sieht das im Führerstand aus, wenn man jetzt aus ja, Fahrgastperspektive schaut. Hier entsprechend die Tür in den Führerstand hinein. Eben der Bereich, der für die Reisenden nicht betretbar ist. Sehr schön aber im IC3 natürlich hier diese Glasscheibe. Man hat eben einen 1A Blick zum Triebfahrzeugführer nach vorne. Ja, hier dann auch entsprechend wieder der Bahnhof von Luckenwalde. Die Ortschaft erkennt man immer relativ gut an diesen großen Funkmasten eben. Und dann zischen wir auch schon hindurch durch den Bahnhof. Hier durften wir auch schon öfters anhalten. Und vor allen Dingen auch natürlich Personenzüge, sowie natürlich hier die ICEs passieren lassen. Wir standen hier, glaube ich, mal mit einer 232 in der Ludmilla im Szenario, ach, ich glaube Öl nach Sedin. Ja, irgend so einen Namen hatte das. Schweröl nach Sedin oder sowas. Und das für eine relativ lange Zeit sogar. Hier oben wieder die Hochspannungstrasse. Da fließt wesentlich mehr an, ja, Volt durch, als wie hier durch unsere Oberleitung bei der Bahn. Der Bahnstrom in Deutschland ist ja in den meisten Fällen 15 Kilovolt, also 15.000 Volt. Weitaus mehr als wie die Spannung, die auch aus unseren heimischen Steckdosen hinauskommt. Dort hätten wir lediglich 230 Volt. Und selbst die können schon oder sind in den meisten Fällen für Menschen tödlich. Welch ein Glück, dass wir mittlerweile in Deutschland fast überall an jeden Steckdosen auch die Sicherungen haben. Und dann gibt es natürlich auch noch in Deutschland den Kraftstrom, der dann um einiges stärker ist. Der wird aber in der Regel nur für, ja, große Maschinen benötigt, für, ja, starke Motoren und so weiter und so fort. Also eigentlich nichts, was man so im Normalfall, ja, in einer normalen Wohnung vorfindet. Hauptsächlich eben in, ja, Handwerksbetrieben, überall, wo man eben große Maschinen einsetzt und wo man halt, ja, Starkstrom, Kraftstrom benötigt. Sicher natürlich auch irgendwo im Elektrizitätswerk. Oder zum Beispiel bei der Bahn im Ausbesserungswerk könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Zum Anlegen einer Prüfspannung zum Beispiel. Oder um bestimmte, ja, Stromkreise in Lokomotiven, in Triebfahrzeugen zu prüfen und zu testen. Für all sowas wird der wahrscheinlich verwendet. Der ICE 3
Lange Zeit natürlich der Starzug der Deutschen Bahn AG. Mittlerweile, ja, ich weiß nicht, ob man was sagen kann, vom ICE 4 abgelöst, aber auf jeden Fall technisch eigentlich auch schon überholt. Wobei ich persönlich eigentlich auch, also den ICE, den zähle ich zu sehr modernen Zügen mit dazu. Also er ist kein Produkt von gestern, sag ich mal. Der ist wirklich sehr leistungsfähig. Vor allem eben gefällt mir die Höchstgeschwindigkeit von 300 Stundenkilometern. Einer der wenigen Züge, oder ja, eigentlich mit der einzige, baureihenbedingt, der das in Deutschland schafft. Jetzt mal abgesehen vom Referenzfahrzeug, dem ICES. Aber ja. Ist schon eine ziemlich schöne Zugmaschine hier. So, wir müssten auch bald Lüwi erreichen, wie man das so gerne sagt, die Lutherstadt Wittenberg. Genau, 31 Kilometer noch. Ja, schätzungsweise 15 Minuten. Fahrtdauer bis dorthin noch. Ich weiß gar nicht, ob die echten Sprinterzüge auch in der Lutherstadt Wittenberg anhalten. Ich dachte nämlich, die Sprinterzüge fahren eigentlich nur Berlin Hauptbahnhof an, oder? Dann Südkreuz könnte ich mir noch vorstellen. Leipzig auf jeden Fall. Halle. Insofern das gewünscht ist. Obwohl der Sprinterzug, der fährt ja. Nee, der fährt nicht über Halle. Der Sprinterzug fährt über Leipzig. Dann gibt es noch einen Abzweig in Richtung Halle. Ja, das stimmt. Erfurt auf jeden Fall, das weiß ich. Nürnberg bin ich mir ziemlich sicher. Ingolstadt, glaube ich schon nicht mehr. Und natürlich München als Endhalt auf jeden Fall. Beziehungsweise von dort starten sie ja auch dann in Richtung Berlin eben. Das müsste so der ungefähre Fahrtverlauf, sag ich mal, sein. Ja, der zischt hier durch der ICE. Unglaublich, die Geschwindigkeiten. Und da hinten sehen wir auch gleich nochmal, wie das Signal dann schön umschaltet. Auf Rot. Und zack. Oder? Jetzt. Genau. Ja, so schnell geht das. Niedergörsdorf. Ein ja, relativ kleiner Haltepunkt auf der Strecke zwischen Berlin und Leipzig eben. Ganz nett hier. Ja, und auch nicht allzu weit entfernt von der Lutherstadt Wittenberg, die Lutherstadt Eisleben, wo Luther geboren und gestorben ist. Entsprechend besichtigen kann man dort auch das Geburts- und Sterbehaus. Also es sind zwei unterschiedliche Häuser, einmal Geburtshaus und einmal Sterbehaus. Wer Luther-Fan ist, der ist dort auf jeden Fall richtig. Sehr zu empfehlen, aber auch in Thüringen die Wartburg, die in Eisenach steht, wo sich unter anderem Luther als Junker Jörg, ja, ich sag mal, verschanzt hatte. Damals auf der Flucht vor der Kirche hauptsächlich, aber auch verschiedene Privatpersonen, die eben einen Zorn gegen ihn hegten.
Mit seinen Behauptungen hat er sich, also mit seinen Thesen hat er sich wirklich ziemlich viele Feinde damals auch gemacht. Nicht nur Freunde. Vor allen Dingen eben die Kirche, wie sie ja bisher bestand, hatte damit so ihre Probleme mit seinen Ansichten und hat ja dann auch die Bibel übersetzt. Das vielleicht auch noch so als ganz spannenden, ja, als ganz spannendes Merkmal. Unter anderem halt einer der Gründe, wieso er ja auch in der heutigen Zeit noch so ja berühmt ist, kann man eigentlich sagen. Aber auch Luther hatte seine ja schlechten Seiten. Unter anderem geprägt durch einen extremen Judenhass oder gegen oder allgemeine Judenfeindlichkeit. Das war so eine seiner ja schlechteren Seiten. Unter anderem hatte dann auch später Adolf Hitler ja, Luther mehr oder weniger so als, ja, wie soll ich sagen, so als politisches Instrument benutzt. Das so aus der, oder aus den dunklen Bereichen seines Lebens, beziehungsweise seines Nachlebens. Gut, wir wollen aber hier nicht mit so negativen Aspekten uns die ganze Zeit belagern. Wir wollen ja auf das Positive schauen, unter anderem natürlich, wie wir dann gleich in der Lutherstadt Wittenberg anhalten werden. Der Bahnhof ist sehr, sehr schön gestaltet. Vor allen Dingen auch relativ groß, muss ich sagen. Und ja, es wird noch ganz spannend heute, denke ich mal. So, jetzt genießen wir aber noch die letzten Kilometer bis zur Stadt Wittenberg. Unter anderem müssen wir jetzt auf 160 runterbremsen. Das überlassen wir aber ganz gespannt oder ganz entspannt der LZB und der HFB. Die sollen sich mal schön drum kümmern. Ja, die paar Kilometer versuchen wir einfach mal die Fahrtsounds zu genießen und mal ein bisschen die Stille. An der Stelle schalte ich mich mal ganz kurz raus. Weil ich weiß, der ICE3 ist im Simulator relativ leise. Und wir werden auch zwischenzeitlich dann mal hinten in die Fahrgastansicht nochmal springen. Und ja, bis gleich. So, und da wäre ich wieder. Und so langsam heißt es jetzt für uns auch Zugkraft rausnehmen. Und wir bereiten uns dann so langsam mal auf den Halt vor. Ich weiß gar nicht, ob hier in dem Szenario Ansagen kommen, aber da schon keine in Berlin-Südkreuz kamen, werde ich das wahrscheinlich übernehmen müssen.
So, jetzt hier die Kurve vor dem Bahnhof. Und dort kann man eigentlich immer relativ gut den Bremseinsatzpunkt definieren. Sehen wir schön, wie sich der Zug in die Kurve hineinlegt. Wobei der ICE3 leider über keine Neigetechnik verfügt. Signal ist grün, alles wunderbar. So, dann schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich noch einmal im Intercity Express auf der Fahrt nach München Hauptbahnhof. Unser nächster fahrplanmäßiger Halt ist dann die Lutherstadt Wittenberg. Der Ausstieg befindet sich gleich in Fahrtrichtung links. Nächster Halt in wenigen Minuten. So. Hier drüben wieder der Busbahnhof. Lutherstadt Wittenberg, eines der mit wohl längsten Bahnhofsschilder auf dem gesamten Streckennetz der DB. Na komm, anhalten. So, jetzt. Die Türen öffnen sich, die Trittstufen fahren auch aus, damit der Abstand zwischen Bahnsteigkante und dem Zug relativ gering wird. So. Gut, wir wollen uns natürlich auch mal den Bahnhof anschauen. Hier schon ganz groß draußen dran stehen, Bahnhof Lutherstadt Wittenberg. Ja, auf der linken Seite hier die Gleise 1 bis 4. Unsere Türen schließen sich auch schon. Und auf der rechten Seite die Gleise 5 bis 6. Ja, sehr, sehr viele Abstellgleise auch hier. Und ja, Busbahnhof, wie gesagt, gibt es hier auch noch. Dort hinten noch ein paar Gleisanschlüsse. Alles, was wirklich das Eisenbahnherz begehrt. Bei uns ist es gelöst, wir fahren ab und die Türen sind zum Glück auch schon alle zu. In Bitterfeld hält ja unser Zug heute zum Glück nicht, also keine weiteren Zwischenstopps. Darüber werden wir die Fahrgäste auch gleich nochmal informieren. Ja, schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich im Intercity Express auf der Fahrt nach München Hauptbahnhof. Unser nächster fahrplanmäßiger Halt ist Leipziger Hauptbahnhof. Ich informiere Sie auch darüber, dass wir ein Bordbistro haben. Dort können Sie gerne Speise und Getränk zu sich nehmen. Unser nächster fahrplanmäßiger Halt ist dann Leipzig Hauptbahnhof auf Gleis 13. Ich hoffe mal, dass es Gleis 13 war. Habt ihr irgend sowas im Gedächtnis? Okay. So, ich glaube, hier vorne ging es gerade über die Elbe. Es müsste die Elbbrücke sein. Oder gewesen sein.
Obwohl, es ist es ja noch, also ist es die Elbbrücke. So, die Autobahn war das hier nicht. Es müsste Schnellstraße sein, oder? Ich glaube, müsste Schnellstraße sein. Und wir dürfen gleich wieder 200 fahren. Tada! Der nächste GSMR-Funkmast für die Kommunikation zwischen Fahrdienstleitung und Triebfahrzeugführer. Unter anderem natürlich. Hier oben sausen schon die LKWs und PKWs über die Brücke. Aber wir sind natürlich schneller. Hier drüben noch ein paar Schäfchen. Und ein Hund, der die Schafe wahrscheinlich dann zusammentreibt. Allein schon, wie viel Kilometer Fahrrad und wie viel Kilometer Schiene hier zwischen den Städten verlegt wurden. Es ist schon krass, wenn man sich diese Dimensionen mal. Also angenommen, man würde sich das Eisen mal vorstellen in einem riesengroßen Block. Wie viel da verbaut wurde. Es ist wirklich krass. Ja, und eine Haltepunkttafel saust hier nach der anderen an uns vorbei. Hin und wieder eben auch mal verlassene Gebäude. Boah. Bahnhof Bergwitz. War das doch, oder? Posten 108. Genau, Bergwitz. Und das ist jetzt kein Witz. So, die Uhr, die hat schon längst aufgehört zu ticken. Der Sekundenzeiger, da fehlt. Na gut. Ja, und bis Leipzig Hauptbahnhof sind es noch 60 Kilometer, die wir heute hier gemeinsam in ICE3 verbringen dürfen. Baureihe 406, ne? Ja, unsere Zugnummer stimmt hier leider nicht an der Außenansicht. Wir fahren nicht in ICE 0075. Ich glaube ICE 1005 oder sowas fahren wir. Die Strecke Berlin-Leipzig kennzeichnet sich vor allen Dingen durch relativ lange und gerade Streckenabschnitte und eben auch durch recht hohe Geschwindigkeiten, eben von bis zu 200 Stundenkilometern. Die Güterzüge müssen sich hier mit den Personenzügen die Strecke teilen, genauso wie mit den Regionalbahnen und Regionalexpresszügen, welche hier auch auf der Strecke verkehren. Unter anderem auch die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft mit ihren KISS-Triebwagen. Das sind diese Doppelstock-Triebzüge. Meist eben in Gelb, oder eigentlich immer in Gelb-Weiß-Grüner Lackierung, glaube ich, ne? Auf der linken Seite schon wieder das nächste verlassene Gebäude. Ja, so schaut's aus. Halt für Rangierfahrt.
Vor Leipzig wird es dann vor allen Dingen auch nochmal spannend. Messegelände hat immer sehr, sehr viel zu bieten. Natürlich nur dann, wenn entsprechende Ausstellungen sind. Unter anderem gibt es dort, ich glaube, jährlich die Ausstellung für Modellbahn, Modellwaren und Spiele. Dort wird unter anderem, wie gesagt, ja, natürlich die Modellbahn vorgestellt. Funkferngesteuerte Autos, Flugzeuge und Schiffe, alles sehr interessant. Teilweise kann man dort auch, ja, ich sag mal, vergünstigt bestimmte Produkte erwerben. Also Leipziger Messe ist immer sehr, sehr schön. Vor allem eben auch für die Kinder, muss man wirklich sagen. Ich war auch als Kind schon mal auf der Leipziger Messe. Sehr, sehr, sehr breit gefächert, also man kann da teils, ja, wirklich teils mehr als einen Tag verbringen. Also wenn man sich da ausgiebig mit beschäftigen möchte, mindestens 2 Tage, um wirklich alles zu sehen. Ist auch vor allen Dingen immer sehr, sehr voll dort. Ein regelrechtes Gedränge und Geschubse in den Menschenmassen. Leipziger Messe ist halt immer gut besucht. Boah, schön. Das große Blau. Aber das meiner Meinung nach Allerschönste immer an den Messeausstellungen waren vor allen Dingen die ausgestellten Modellbahnanlagen sowie natürlich die dort vorgeführten Flugmodelle und Schiffsmodelle. Teilweise richtig interessant, was die alles für Funktionen haben. Also wirklich angefangen bei eingebauten Lautsprechern bis hin zu Schiffskanonen, die tatsächlich abfeuerbar sind. Und Flugzeuge mit den unterschiedlichsten Funktionen. Drohnen finde ich auch immer ganz interessant. Also die jetzt für den Heimgebrauch, sag ich mal. Wo man dann unter anderem schöne Videoaufnahmen damit machen kann. Ganz tolle Sache. Und allgemein immer die Neuheiten. Das ist, glaube ich, so das Allerspannendste. Wo natürlich auch eine Messe dafür steht. Eben um Innovationen, Neues zu präsentieren. Und da eignet sich die Leipziger Messe wirklich sehr gut dafür. Soll jetzt hier keine Werbung für die Leipziger Messe sein, aber wer da zufällig in der Nähe ist und das dann natürlich noch zu den entsprechenden Ausstellungstagen, dem würde ich es wirklich wärmstens empfehlen, mal einen Abstecher, ja, zur Leipziger Messe zu unternehmen. Ja, hiervon kommt gleich der nächste Bahnhof und die 3 großen Schornsteine. Mit anderen Worten, wir sind hier schon kurz wieder vor Bitterfeld. Geht es hier nochmal durch relativ dicht bewaldete Flecken auf der Erde. Und dann müsste sich hier vorne mehr oder weniger das Areal so ein bisschen lichten und wir haben dann rechts und links freie Fläche. Aber auch hinter Bitterfeld aus Richtung Berlin kommend, wird es dann wieder relativ dicht bewaldete Stellen geben. Und hiervon müsste es auch auf 160 runtergehen. Nicht? Okay. Doch, sogar 60. Ja, schon wieder. Ja, das müsste eigentlich die LZB ankündigen.
dann wird es gleich wieder eine LZB-Schnell- bzw. Zwangspension für uns geben. Naja. Oh, noch nichts. Naja, wird noch kommen. Also in echt hat natürlich hier die LZB Vorrang, was Signalisierung angeht. Also wie gesagt, Führerstandssignalisierung vor Streckensignalisierung. Und Fahrdienstleiterbefehl vor Führerstandssignalisierung. Vorhin schon mal angedeutet, wie gesagt, also Reihenfolge ist halt oberste Priorität Fahrdienstleiter, dann Führerstandsanzeige und dann die Streckenanzeigen. Okay, wir werden übers Nebengleis geführt. Bitterfeld Gleis 5. Sehr ungewöhnlich. 300! Ja, nee, ist klar. Ich beschleunige hier ganz bestimmt nicht auf 300 Stundenkilometer. Zumal das eigentlich gar kein LZB-Abschnitt mehr ist. Also hier ist kein LZB-Linienzugleiter im Gleis verlegt. Im Normalfall befindet sich da solch ein Kabel hier, das schwarze. Das gibt es aber da drüben gar nicht. Also dürfte uns der LZB-Anzeigebildschirm hier im Führerstand gar nichts anzeigen. Und da dürften keine... Ach so, wir sind aus der LZB raus, alles klar. Das ist natürlich auch möglich. Okay, sorry, mein Fehler. So, LZB taucht hier wieder auf. Ja, im Normalfall hätten wir das dann auch hier per LZB-Ende-Leuchtmelder quittieren müssen. So, dann wären wir jetzt hier vorne wahrscheinlich gleich wieder in die LZB eingefädelt. Ja, genau. Ja, LZB-Ende und LZB-Eintritt ist im Simulator nicht so gut gestaltet worden. So, die gelben Signale gelten nicht für uns. Uns gilt das grüne. Einwandfrei. 200 werden wieder ansignalisiert, okay. Ach, okay, weil wir hier die Überleitstelle, ich glaube, über die Brückenkonstruktion überfahren. Deshalb. Oder vielleicht wird die Geschwindigkeit noch herabgesetzt, auch nicht. Ich glaube tatsächlich, dass wir hier mit 200 drüber brausen sollen. Also im Head-Up-Display unten wird auch nichts angezeigt, von daher tatsächlich geht's hier mit 200 lang. Das sieht ziemlich krass aus hier so über die Brücke mit 200. Ja, der ist sogar schneller der Zug als wie wir uns mit der Kamera wieder umdrehen können. Ja, krasse Konstruktion, also toll gemacht. Oftmals wurde ich auch hier über das Gegengleis wieder frisch eingefädelt. Das gab es auch öfters. Ist wesentlich unangenehmer. Aber ich sag mal, hier im Train Simulator sollte man sich weniger auf die LZB verlassen. Da sind die Signale auf der Strecke meistens doch eher richtig. Es mag in echt anders sein, aber hier im Simulator gelten andere physikalische und bahntechnische, ja, Gesetzmäßigkeiten.
So, 56, 8. Okay, auf 160 geht es dann runter in 4,5 Kilometern. Und vor Leipzig wird es dann auch nochmal, ich sag mal, was so Sehenswürdigkeiten und überhaupt Streckenobjekte angeht, nochmal schön. Unter anderem geht es natürlich für uns dann über den oder durch den elektrischen Schutzstreckenabschnitt. Werde ich auch dann nochmal ganz kurz erläutern, weshalb diese eingebaut werden. Weil die Fragen dazu werden mir einfach zu oft in den Kommentaren gestellt. So, das Wagen- und Ausbesserungswerk. Finde ich auch sehr schön. Virtual Tracks hat sich da das Schild dran gemaut. Ja, wir sind in Delitzsch. Und hier vorne kommt dann entsprechend Delitzsch und UNTBF. Irgendwie unterer Bahnhof oder sowas. Also, wer die genaue Bezeichnung für diese Abkürzung kennt, würde mich wirklich interessieren, weil macht für mich wenig Sinn. Unterer Bahnhof. Ich meine, ich kenne hier in Delitzsch schon nur einen Bahnhof. Und wieso sollte man den unbedingt unterer Bahnhof nennen? Also erschließt sich mir jetzt nicht gleich auf den ersten Blick. Ach, okay, hier gibt es noch eine andere Strecke scheinbar. Alles klar. Wahrscheinlich gibt es dann noch einen oberen Bahnhof. Wenn meine Vermutung da richtig ist, dann bitte sagt's mir. Würde ich mich sehr darüber freuen. Nur noch 20 Kilometer. Und wir dürfen wieder 200 fahren. Schön über die Strecke brausen. Und gleich wieder die Ankündigung auf 160 in 10 Kilometern. Ja, da beißt sich der Hund selbst in den Schwanz. Schöne Sonnenblumen gerade eben rechts. Zwei schon. Ja, da sieht man mal, wie schnell man über 100 Stundenkilometer, nicht Stundenkilometer, wie schnell man über, ich glaube, 150 Kilometer sogar zurücklegen kann. Und das Ganze geht auf der VDE 8, auf dem eigentlichen Neubaustreckenabschnitt, noch viel schneller. Ich freue mich da schon sehr drauf, wenn wir unter anderem den Abschnitt der VDE 8.1 eventuell bald in Zusi mal fahren können. Denn so wie ich es mitbekommen habe, wird dieser Abstreck, nicht dieser Abstreck, dieser Abschnitt gerade gebaut. So, wir nehmen die Zugkraft raus, schalten den Hauptschalter aus. Den kann ich irgendwie nicht bedienen. Okay, dann müssen wir den Stromnehmer runternehmen. Ich weiß nicht, wieso sich der Hauptschalter hier nicht bedienen lässt. Auf jeden Fall kommt hier ein elektrischer Schutzstreckenabschnitt. Wir befinden uns jetzt gerade drinne. Das ist dann schon wieder das Einschaltsignal. Und sobald unser kompletter Zug aus diesem Schutzstreckenabschnitt herausgefahren ist, können wir den Hauptschalter im Normalfall eigentlich wieder einschalten. Normalerweise muss man da nicht den Stromabnehmer senken. War jetzt nur hier vonnöten, weil wir eben in diesem ICE, in diesem Modell leider den Hauptschalter nicht ausschalten können. Aus welchen Gründen auch immer. Und ja, ich hatte angekündigt, ganz kurz erklären zu wollen, weshalb es diese elektrischen Schutzstreckenabschnitte gibt. Und zwar, es ist eine, ich sag mal, eine Streckentrennung, was die Oberleitung angeht, zwischen zwei, ja, Oberleitungsnetzen. So, angenommen zum Beispiel bei einem starken Gewitter oder ähnlichem schlägt ein Blitz in die Oberleitung ein. Und ja, das Stromnetz fällt aus. So, dann wäre es oder hätte es verheerende Wirkungen, wenn man diese Streckentrennung nicht hätte. Dann würde nämlich in, ja, ganz Deutschland das Licht ausgehen.
So, bezogen jetzt nur natürlich auf die Eisenbahn. Ja, außerdem natürlich bei. Achso, okay, ist die L2B. Bei entsprechenden Störungen in der Oberleitung kann man dann gezielt Oberleitungsabschnitte ausstellen. Unter anderem natürlich, wenn dort Wartungsarbeiten vorliegen, bei Unfällen unter anderem auch. So, 160, okay. Und ja, das ist quasi einfach ein Cut in der Oberleitung. Und wir dürfen eben nicht mit eingeschaltetem Hauptschalter durchfahren, weil es auch an der Stelle eben mal ja, Schwankungen geben könnte, was dort die Stromabnahme angeht. Und ich glaube auch, die Oberleitung ist an der Stelle an irgendeinem Stückchen mal unterteilt. Da gibt es unter anderem ein sehr schönes Szenario, wo wir dort eine Lokomotive abschleppen dürfen. Genau in diesem elektrischen Schutzstreckenabschnitt. Wer sich dafür interessiert, kann gerne nochmal in der Playlist Berlin-Leipzig bei mir auf dem Kanal suchen. Unter Playlists findet ihr das und entsprechend dort heißt das Szenario Schutzstreckenhilfe. Ich glaube, es ist von Mopsy 2001. Ich kann mich noch so gut daran erinnern, weil das Szenario so schön war. Vielen Dank hier auch an der Stelle nochmal an Mopsy. So, hier drüben sehen wir jetzt die Leipziger Messe mit der schönen großen Messehalle oder die eigentliche Empfangshalle. Davor hier nochmal der Turm. So, dann springen wir hier auch nochmal ganz schnell in die Transporter-Position. Und wir sollen uns vielleicht mal befreien. Ich glaube, LZB Ende ist ja hier. Ah, okay, hat schon umgeschalten. So, und auf 120. Okay, wir sind schon bei 100. Wunderbar. 120 darf nur noch gefahren werden. Und dann ab hier nur noch 90. So, wachsam. Runde bremsen. Wir waren jetzt ziemlich lange außerhalb des Führerstands, was hier eben Leipziger Messe anging. Zugkraft hat man ja zum Glück schon währenddessen rausgenommen. Also alles gut. So, da kommen wir angedüst. Oh genau, ja, hier geht es jetzt nochmal scharf nach unten. Also ziemlich krasses Gefälle. So, AFB wieder auf 90 eingestellt. Oh, 80 sogar. Da hat jetzt aber die Ankündigungstafel. Die haben entweder wir übersehen oder war nicht aufgestellt. So. Das müsste dann hier Leipzig. Mal gucken nach. Berliner Straße, genau. Okay, dann hier gelb. Also halt erwarten, Leistung entsprechend wieder rausnehmen. Unter 85 sind wir zum Glück schon, aber wir müssen noch auf unter 45. Obwohl dort vorne blinkt das Signal auch, okay. Also kann es schneller weitergehen. Aber wir sollten mal auf 40 runterbremsen. Ah, okay, 60. 60 darf gefahren werden und dann 40. So, PCB wachsam nochmal. Und 40 auch an der AFB eingestellt. Gut, wir haben also als nächstes wieder ein grünes Signal oder ein gelbes Signal zu erwarten. Auf jeden Fall Langsamfahrt. Und jetzt hier Einfahrt Leipzig Hauptbahnhof. Schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir begrüßen Sie ein weiteres Mal recht herzlich im Intercity Express.
Unser nächster fahrplanmäßiger Halt ist Leipziger Hauptbahnhof, welchen wir in wenigen Minuten erreichen werden. Dort findet dann ein Zugpersonalwechsel statt. Wir wünschen Ihnen deshalb noch einen angenehmen Tag, eine angenehme Weiterreise oder einen schönen Aufenthalt in Leipzig. Sehr groß der Bahnhof. Okay, PZB wachsam will auch nicht. So, dann müssen wir jetzt hier aber auf jeden Fall eine entsprechende Vorsichtsmaßnahme treffen. Denn dort vorne wird uns wahrscheinlich gleich ein 500-Hertz-Magnet begegnen, den wir maximal mit 25 Stundenkilometern passieren sollten. Ja, dann wären wir auch schon angekommen im Leipziger Hauptbahnhof. Die Strecke gibt es wie gesagt bei Aerosoft, den Zug bei Dovetail Games. Den Train Simulator habe ich euch unten wie immer verlinkt. Gerne könnt ihr den über diesen Affiliate-Link kaufen. Gleis 11 halten wir, okay. Und ja, dann war es das eigentlich auch schon. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen wollt, dann solltet ihr wie gesagt einen Kommentar da lassen, das Video liken und den Kanal abonnieren. Ich hoffe sehr darauf, dass wir uns wirklich beim nächsten Mal wiedersehen. Und mal schauen, was wir als nächstes fahren werden. Bestimmt nicht ICE, aber was anderes Schönes. Und in dem Sinne, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.